In diesem Schritt geht es jetzt darum, die zusammengefügten Karten und Datenbestände aus QGIS für die Weiterverarbeitung in Cinema 4D auszugeben. Und dafür benötigen wir zwei unterschiedliche Datenformate. Einerseits die historische Information werden wir als Bildinformation ausgeben und in Cinema übernehmen. Zum Zweiten wollen wir allerdings die schon vektorisierten Grundrissdaten der jetztzeitigen Gebäude übernehmen, um diese dann direkt in Cinema 4D weiterverarbeiten zu können. Und wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Zunächst einmal ist es wichtig, hier jetzt einen Maßstab einzustellen, der ein runder Maßstab ist. Das heißt, dass wir sozusagen hier mit einer Zehnervielfachen, Zehnerpotenz arbeiten. Hierzu gehe ich auf Scale. Würde also hier jetzt als Maßstab 1 zu 1000 auswählen. Und wir sehen, dass das Bild so ein bisschen an die Szene herangezoomt wurde oder der Viewport die Szene im Detail anzeigt. Jetzt geht es darum, über Projekt, Export, Export to Image, genau diese Szene auszugeben. Eine Sache, die wichtig ist, hier oben gibt es dieses Feld Calculate from Layer. Damit können wir also sicherstellen, dass ein gesamtes Layer, also ein gesamter Bildausschnitt genutzt wird. Und für uns die Referenz ist also hier die historische Quelle. Wir wählen also hier Tulp -Hist Best und so weiter. Wir können auch die Auflösung einstellen, Resolution. Statt 96, also beispielsweise dann 100 eingeben. Das ist aber eher eine kosmetische Korrektur. Jetzt gehen wir auf Save. Und ich habe es jetzt hier schon hinterlegt. Ich würde es jetzt nochmal überschreiben. Speichern dieses Bild. Das Speichern ist komplett. Und jetzt haben wir also eine Version ausgegeben, in der ein Bild erstellt wurde, wo sowohl diese jetztzeitigen Gebäude als auch der historische Plan überlagert sind. Nun sehen wir allerdings hier an diesen Stellen, dass natürlich die jetztzeitigen Gebäude eben auch historische Gebäude, Grundrisse überdecken. Und die wollen wir natürlich trotzdem sehen, einfach um anhand dieser Grundrisse modellieren zu können. Wir sehen das hier in diesem Beispiel sehr schön, dass hier also eben dieses neue Gebäude, das alte überlagert, wir allerdings die Angaben zum alten Gebäude benötigen. Hierfür gehe ich in die Layer-Einstellungen, würde also das importierte KML, das steht hier in sinniger Weise unter Export, würde dieses also deaktivieren und würde diesen Plan noch ein zweites Mal ausgeben. Den Weg kennen Sie jetzt, Projekt, Export, Export to Image. Auch hier wiederum ein ganzer Wert, Calculate from Layer. Nehmen wir also diese Tulp-Daten. Wir können hier jetzt also wieder 100 dpi einstellen. Wie gesagt, ist eher kosmetische Natur, würde ich trotzdem tun, einfach um bei einer weiteren Bildverarbeitung dann das mit nutzen zu können. Und diesmal überschreiben wir das zweite Bild, was hier schon vorangelegt wurde. Das heißt, wir geben das Ganze jetzt nochmal als eine Bilddatei aus, ohne diese Hintergrundinformationen oder ohne die aktuellen Gebäudedaten, die das Ganze überdecken. Und jetzt brauchen wir noch eine dritte Ausgabe, und zwar die jetztzeitigen Gebäude. Die sollen uns ja als eine, die wollen wir ja gerne weiterverarbeiten als vektorisierte Daten. Die sollen uns ja ermöglichen, dass wir eben dort schon Grundrisse in einem Vektorformat vorliegen haben. Dafür machen wir jetzt Folgendes. Wir würden den Export wieder aktivieren, alle anderen Angaben deaktivieren, also alle anderen Layer deaktivieren. Und das geben wir jetzt wiederum aus. In dem Fall nicht Export to Image, sondern Export to PDF. Auch das berechnen wir von einem Layer, würden also wieder das Gleiche einstellen. Auch hier wiederum das Gleiche. Und wir nennen es jetzt Tulp Export.
haben das Ganze jetzt also als ein PDF ausgegeben.